So, bis es jetzt gleich endgültig losgeht, würde ich gern die Rückseite aufkleben. Wie gesagt, ich habe das Becken schon gestern ausgespült gehabt. Das hättet ihr jetzt dann so irgendwie mal machen sollen. Das ist keine normale klebende Folie, sondern so eine haftende. Finde ich eigentlich ganz nett. Jetzt, also das ist jetzt alles bei mir sauber. Hier ist ein bisschen feucht oder so. Ja. Übrigens mit dem Zeug nie innen, sondern nur außen. Also mit dem Glasreiniger. So. Außen ist okay. Innen niemals. Nein. Kurz ein bisschen ablüften. Und da das jetzt so ein bisschen schon reflektierend ist, habe ich eigentlich Bedenken wegen der Kampffische, weil wenn die sich, also wenn man einen etwas ruhigeren hat, dann geht das. Aber manche sind halt ein bisschen jung und wild, sag ich mal. Und die reagieren immer ganz schnell auf ihr Spiegelbild. Gerade wenn sie von einem Züchter wie zum Beispiel mir kommen, sind die da auch trainiert, weil die Flossen ist nun mal für einen Fisch Muskulatur. Habe ich das schon mal abgemacht hatte, wählt das sich jetzt hier. Das geht nicht bis ganz runter, weil man da ja dann davon ausgeht, dass dann da der Kies ist. Als nächstes kommt das Nutri-Basic rein. Und da ist hier so eine kleine Aufreißhilfe. Geht's dann gleich weiter. Ungewöhnliche Ansicht, ich schmeiß jetzt hier das Nutri-Basic-Zeug rein. Ich mache jetzt mal die Hälfte. Von dem sind ungefähr 1,5 Kilo. Dass es so eine leichte Schicht gibt. Das sollte eigentlich ausreichen. Und dann kann gleich der Kies drauf. So, als nächstes kommt der gewaschene Kies rein. Ich glaube, ich habe euch das eben gerade eingeblendet. Ich mache das immer mit der Hand. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht allzu viel matscht. Aber ich finde, da macht man den wenigsten Schaden. Ich weiß noch nicht, ob ich alles an 5 Kilo verwenden werde. Das entscheidet sich gleich. Es ist immer besser, wenn man hinten ein bisschen höher stapelt, sozusagen, als vorne. Und ich bin halt ein Mensch, ich bin für Bodengrund. Ist für mich wichtig, ich will da keinen Zentimeter Bodengrund haben und am Ende gehen mir die Pflanzen ein. Ich habe das jetzt mal so hingestellt und ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Höhe reduzieren, weil ich von dieser Seite schaue und von dieser Seite ins Becken hauptsächlich schaue. Das heißt, die Technikecke wird hier hinterkommen. Deswegen senke ich das hier schon mal ein bisschen ab und mache das hier nicht so ganz hoch und hier eher so ein Hügel. Als nächstes packe ich einmal den Eckfilter aus, da ich den schon einbauen möchte. Okay. Der ist, glaube ich, schon zusammengebaut.
und hier ist noch das Zubehör. Groß ist er nicht, aber klein auch nicht. Hier in die Zwischenräume sollen sich schon einige Kampffische verirrt haben. Aber meine sind da eigentlich relativ pflegeleicht. Die sind nicht so erkundungswütig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das hier aufgeht. Ah, ganz easy. Hier ist irgendein Filterpalette drin, was auch immer. Und hier ist normaler Schwamm für die groben Sachen. Wenn dieses Teil voll ist, werde ich da nichts Originales nachkaufen, weil mir das ehrlich gesagt zu teuer ist. Muss man ja auch mal sagen. Aber hier kann man wohl die Intensität einstellen. Bin ich mal gespannt. Das sieht aber eigentlich ganz nett aus hier in der Ecke. Die mit 10 bis 40 Liter drauf. Ich schaue eben hier nochmal rein, ob die irgendwas. Unten ist noch eine bebilderte Anleitung. Nicht schlecht. Eibuch drin. Mache ich mal als erstes raus. Ah, hier ist so Zubehör abgebildet, was man sich alles dazu kaufen könnte. Okay, hier steht es nicht drin, für was diese gröberen Sachen sind. Aber ich vermute, dass die einfach eine Hilfe für uns Kampffischhalter sind, die Tiere von dahinter gehen zu schützen. So ist halt schon mal. Ich vermute, dass man die hier so zwischen machen kann. Oder hier dahinter. Ich versuch's mal so. Und von unten und von oben. So, hier unten drunter sollte ein bisschen Platz sein, dass da was einziehen kann. Dann geht's jetzt mit dem Hardscape weiter. Man nimmt meistens immer erstmal den größten der Bande. Hier vorne hat sich noch nicht das so richtig gelöst, deswegen muss ich mal schauen, dass das vielleicht noch sich dann mit der Feuchtigkeit, die dann gleich herrscht, löst. Dann habe ich ja noch den, der sieht so schon sehr schön aus. Ich habe eben noch mal hier ein bisschen was abgemacht und jetzt geht's los mit den Pflanzen. Ich zeige dir euch einmal. Ich habe einmal Enchinodorus agen, was auch immer, und einmal habe ich Rot. Wurde so mir falsch zugewiesen, aber Vorteil ist jetzt natürlich, dass die eher weiter vorne und die eher weiter hinten eingepflanzt werden. Ihr seht jetzt schon, die sind schon ziemlich groß. Dann habe ich hier noch eine Buntpflanze. Keine Ahnung, wie die heißt. Wenn es jemand weiß, kann das mir gern sagen. Und dann habe ich noch hier ein Hemiatus calibus cuba für vorne. Das ist hier so ein bisschen alles im Topf. Wie gesagt, ich mache erstmal das jetzt so rein und ich beginne mit den hintersten Pflanzen.
übrigens diese Körbe nicht wegschmeißen. Die Stangen schmeiße ich auch meistens nicht weg, die drin sind, wenn die die gleiche Farbe haben. Aus den Körben kann man schöne Kampffisch-Sachen, Häuser basteln. So, diese Korbmatte mache ich ab. Dann findet man nämlich mehrere kleine Pflanzen oftmals vor. Genau, 3 Stück sind es bei mir jetzt. Hier mache ich mal noch was ab. Und die kleinste setze ich am weitesten nach vorne. Ich benutze übrigens kein Scape-Werkzeug, weil mir das einfach zu teuer ist. Bin ich ganz ehrlich. Und jetzt kommt das Schwerste, würde ich mal behaupten. Die Heizung kommt übrigens hier hin, falls ihr euch jetzt wundert. So, ich habe jetzt einmal einen Behälter mit ein bisschen Wasser und ein feuchtes Zebra geholt. Das mache ich jetzt hier ein bisschen. Und ich mache mit meinen Händen so ein bisschen das nass. Gerade auch hier die vorderen Pflanzen sind ganz wichtig. Die anderen kriegen nämlich gleich die Feuchte durch das Zebra. So. Wie gesagt, die Pflanzen hier vorne sind dann am wichtigsten. So. So, ich habe jetzt entschieden, aus dem besagten anderen Becken nochmal Pflanzen zu holen. Und zwar sehen die so aus. Weiß ich den Namen jetzt auch nicht mehr, müsste ich jetzt rausfinden. Als nächstes machen wir das mit Latte. Beziehungsweise zuvor lege ich hier das nasse Zebra drüber. Das ist ein bisschen zu klein und ein bisschen größer. Jetzt zweilagig, beziehungsweise an einer Stelle. Jetzt war es einlagig, weil es ja nicht ganz passt. Es hat halt den Vorteil, dass die Blätter der Pflanzen Licht abbekommen. Aber gleichzeitig nicht austrocknen. Deswegen versuche ich das auch über alle Pflanzen irgendwie, wenn es geht, drüber zu werfen. Und natürlich auch bis zum Boden zu kommen. So, das sollte soweit erstmal reichen. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, aber erfüllt seinen Zweck. So. Einmal die Vorderkanten. Es wird einfach so drauf gedrückt auf die Ecken. Ist dann auch relativ fest. Auch ein bisschen rein. Das ist ganz gut und die Abstände sind auch okay. Und die Glasplatte wird im Prinzip das Restliche tun. Die Feuchtigkeit drin behalten. Morgen werde ich ja nochmal Wasser nachfüllen und es geht dann weiter, wenn das Wasser eingefüllt wird.
So, ein paar Tage sind vergangen. Ich habe öfters mal die Scheibe abgekappt und auch einmal frisches Wasser reingefüllt. Und es hat sich jetzt natürlich nicht so viel getan in der Oberfläche, aber unten unter der Oberfläche auf jeden Fall ein bisschen angewurzelt. Pflanzen sehen noch super aus. Und den Crepe werde ich jetzt versuchen, das Wasser einzufüllen. 10 Liter rein. Und umso dünner der Schlauch, umso langsamer läuft es natürlich. Das war wohl nichts. Und da läuft schon das Wasser. Es läuft zwar ein bisschen schneller, aber durch das Tuch natürlich wird nicht so viel zerstört. Und das ist immer das Kritische am Anfang. Natürlich, dass die ganzen Pflanzenteile hochschweben, die noch lose sind. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, aber die muss man dann entweder abschöpfen oder wieder reinstecken dann. So, die Lampe hier. Die Lampe ist auch eine Premiere für mich. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Bisher nur Gutes gehört. Oh, die ist ja sehr groß. Hier ist einmal die Deckung. Dann sind hier noch Befestigungsmaterialien. Ist sehr gut eingepackt. Genau. Ich mache wohl das nicht so am Kabel ziehen, aber es geht auch nicht anders. Ja. Ich wette, die Ersatzlampen sind teuer. Aber ich mache mal den ganzen Müll. Ja, reflektiert. Okay, jetzt muss ich eben einmal in die Anleitung schauen. Ich denke mal, so wird ein Schuh draus. Die Lampe aufsetzen. So ein bisschen auf die Folie auf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier die Lampe, die steht halt über, ne? So knapp 2 cm. Und jetzt zieht die Pumpe langsam an. Schauen. Ich kann das ja hier mit dem Rad schneller stellen. Ah ja. Da sieht man schon, da wird die Strömung wesentlich stärker. Man kann die Strömung aber auch ganz fein einstellen. Finde ich ja gar nicht schlecht. So. Ganz feine, fast nicht spürbare Bewegung. Super für Kampffische. Dafür schon mal Daumen nach oben, ne? Den Rest erledigt die Zeit. Dann sehen wir uns dann beim Einzug des Fisches wieder. Tschüss!